A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. Sing a love song while we stroll along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, we'll pretend that here's Parson Brown. He'll say, I am married, we'll say, no man. So, jetzt lauf heim. Lauf, okay? Okay, lauf. Ja, lauf nach Hause. Ja, was denn? Feine. Feine. Ja, komm. Ich muss mal auf den Lift warten. Komm. Einsteigen. Rein. Müde. Meine Mom, also Maddys Omi quasi, hat ihr diesen zu Nikolaus mitgenommen. Und der riecht nach Lebkuchen. Schau mal, hab ich meinen Schatz nicht. Schau mal. Hallo, Schatzi. Und der quietscht. Mh, den Donut. Ja. Leg sie einfach, also schlägt sie einfach mal rein. Wie schätzt sie denn? Für die. Zum Nikolaus. Ich habe Nikolaus mitgebracht. Ihr Weine! Leute, wir spielen hier gerade Verstecken mit dem Hund. Wo ist Herrele? Ach so. Komm. Maddy, wo ist Herrele? Such's Herrele. Ja, wo ist Herrele? Komm mal Herrele suchen. Wo ist Herrele? Such's Herrele. Such's Herrele. Wo ist Herrchen? Such. Such. Ja, such's Herrchen. Wo ist es? Wo ist Herrele? Such Herrele. Wo ist Herrele, ha? Such. Such. Ja, such. Wo ist denn, ha? Such mal Herrele. Ja, such Herrele. Such. Such Herrele. Wo ist denn Herrele? Such. Ja, such. Mal die Wurstherrchen. Such. Komm. Such Herrele. Wo ist er? Ja, wo ist Herrele? Such! Such! Ja, weine! Gefunden! Hast du ja Zeit lang gebracht, hä? Ja. Hallo,
Kameras. Wir haben mittlerweile schon den 33. Dezember und jetzt 14 Uhr irgendwas. 13.46 Uhr. Maddie Maus und ich sind jetzt gerade bei Herrle in der Wohnung, also bei mir in der Wohnung, weil wir da Geschenke einpacken. Ich werde jetzt da noch Video drehen, was sie wieder jedem so schenkt und so. Maddie fühlt sich eigentlich in der Wohnung wohl. Sie ist jetzt leider ein bisschen quirky, sag ich mal, weil sie ist jetzt, also sie war ja schon mal da, wir waren schon mit ihr in der Wohnung. Und eigentlich war man relativ entspannt, sich irgendwo hinsetzt, Couch oder keine Ahnung, dann bleibt sie ja da. Wir gehen ja auf die Couch. Also sie ist jetzt leider ein bisschen so, weil Michi halt gegangen ist und wenn Herrle geht, dann ist sie manchmal immer so. Oder wenn ich gehe, aber jetzt so, ja. Ansonsten werde ich noch ein kleines Statement geben, warum. Ja, Maddie, komm mal her. Leute, die hat sich jetzt einfach in die Dusche gesetzt. Jo, Maus. Ein. Ja, schnuffeleier mal ein bisschen. Solange es in Ruhe lässt. Ja, fein. Warum in die letzte Zeit auch kein Weihnachtsvideo oder sonst was mehr kommen ist, wollte ich einfach mal ein kleines Statement eigentlich geben. Ich hätte eigentlich vorgehabt, aber falls ihr vielleicht dann letztes Jahr noch wisst und ich hätte es jetzt nie eigentlich so richtig komplett gesagt, warum, wieso, weshalb erzähle ich jetzt auch nicht, aber morgen werden es 18 Jahre, dass mein Opa da gestorben ist, also einer meiner Opa, weil einen habe ich ja noch. An dem hänge ich halt extrem sehr oder bin ich auch krank oder hänge ich immer noch. Und es tut mir halt immer so extrem weh, dass für mich Dezember stresst mich so immer ein bisschen mehr. Das ist für mich dann immer so, ich werde dann nur, umso näher der Tag kommt, umso unruhiger und werde ich und umso trauriger und so. Und das ist für mich dann immer ganz schwer. Und ich war im ganzen Dezember nicht so gut drauf eigentlich. Aber am Anfang ist es noch gegangen und ich habe halt danach einfach keine Lust mehr gehabt, weiter zu filmen. Ich werde nicht einmal für Facebook auf meinem Account oder WhatsApp, weil da habe ich halt immer bei ihrem Kalender danach Fotos gemacht von dem Zeug und dann habe ich das ja gepostet. Nicht einmal das habe ich mehr gemacht. Aber ich habe alle Tüten aufgehalten, die ich auch gemacht habe danach. Also so ist nicht da. Ich weiß auch noch ungefähr, wo was drin war. Und ich kann euch jetzt heute mal zeigen, was bei ihr drin war. Und zwar war bei Maddie heute der Plüschknochen, falls ihr euch daran nur erinnert, den habe ich ja selber genäht. Wir sind schon kräftig auf Wohnungssuche, weil wir bis April eine Wohnung haben wollen. Und das haben wir noch vergessen zu sagen. Da ja nichts mehr kommen ist an Weihnachtsvideos und so, versuchen wir jetzt einfach von heute jetzt mit Geschenke einpacken und von morgen noch und vielleicht von die Feiertage noch ein bisschen was zusammenzukriegen, dass man trotzdem noch irgendwie einen Weihnachtsvlog hat, was der Abschluss noch irgendwie ist mit Weihnachten, weil die wird halt Weihnachten schon irgendwie versuchen, trotz meiner Trauer zu filmen. Das habe ich immer gemacht jetzt. Also wenn ihr an Weihnachten gefilmt habt irgendwas, dann habe ich trotz meiner Trauer immer irgendwas. Wie letztes Jahr habe ich zwar einmal gerät, aber ein bisschen was habe ich auch zusammengekriegt. Aber dieses Jahr kann es besser werden mit Filmen oder vielleicht mehr sogar sein. Weil dieses Jahr ist nur meine Mom da, mein Dad, meine Schwester, mein Opa oder Michi. Morgen werden wir gleich so am Vormittag, wenn wir halt da gleich schon alle wach sind, also mein Dad und Michi halt und so, werden wir vor dem Weihnachtsbaum mit dem Hund Fotos machen. Also Weihnachtsfotos, was ihr halt gern wollt, damit nachher der Hund halt am Abend ihr Ruhe hat, weil da lasse ich sie in meinem Zimmer drin. Weil ich keine Lust habe, wenn jetzt mein Opa und so da ist, er wird sich schon einmal sehen, vielleicht. Aber wenn das so viele Leute und so, will ich es jetzt nicht unbedingt. Aber ich werde sie trotzdem mal herauslassen oder schauen, damit sie sich an mehrere Menschen gewöhnt. Aber ich werde sie ja zum Großteil drin lassen, wo sie einfach ihre Ruhe hat. Deswegen werde ich die Fotos einfach mit ihr untertags machen, weil da ist dann leider Michi da und ich und mein Papa macht die Fotos und dann passt das. Aber ja, jetzt wollte ich eigentlich nicht schon wieder um Minuten reden. Aber egal. Spachtel, Mama. Ist Kalbell, hast du gehabt, oder? Ja, das habe ich noch. Ja, das haben wir die Schar benutzt. Egal, ich glaube. Das habe ich voll vergessen, ja. So, es ist jetzt 16:45 Uhr. Schnell, ne? Na, brauchen wir jetzt nicht mehr essen. Passt, hätte ich auch gesagt. Michi ist jetzt wieder da und jetzt haben wir endlich was zum Essen. Und die hier tickt gerade voll aus vor lauter Freude, ey. So süß. Ja. Jetzt ist es 18.49 Uhr. Ja, genau. Okay. Und wir sind jetzt auf dem Weg kurz zu meiner Mom, dass man ihr Geburtstagsgeschenk gibt. Das hier. Und das sind die Weihnachtsgeschenke für mich und seinen Bruder. Da fahren wir danach noch hin. Wir fahren auch nur jetzt kurz zu meiner Mom, dass wir, wenn sie noch hat und findet, ihr Weihnachtsmütze ausleihen können.
Hals verdreht. Es wird gerade mit Ankommen sein. Aber vielleicht hat mein Dad auch gesagt, das ist seine Tochter, oder was? Was hat er gesagt? Nein, ich habe gesagt, vielleicht wird gesagt, dass ja, was weiß ich. So. Ist so. Jedenfalls sonst eben, dafür noch hat meine Mom ihre nur, dann kann man die ausleihen. Das heißt halt nicht die gleichen, aber ähnlich. Mein Gott, ja. Weil ich weiß, wo meine ist, nur wenn er keine hat, setzt sie meine nicht auf. Ja, weil ich das halt dann eigentlich gern für die Weihnachtsfotos, die wir mit dem Hund machen wollen, hätte ich das halt gern zusätzlich gehabt, aber mal schauen. Ja, sicher. Alles Gute zum Geburtstag. Das muss sie zu dir sagen, nicht du zu ihr. Da ist dein Geschenk, Dankeschön. Dein Geburtstagsgeschenk. Pack aus. Boah. So riesen drum. Wünschen dir Mama, Chiara und mich. Ich muss es mit Hexe. Ach so, vergessen. Ha? Darf ich das einfach aufreißen? Ja klar, ist ja Geburtstagsgeschenk. Wieso hast du das nicht mit dem einfach? Weil man das auch so mit der Seite einpackt. Ja, ist ja wurscht. Ist aber klar. Das sind halt DVD-Spiele. Es, Dings. Fernseher? Nein, DVD-Player. Doch. Das sind neue DVD-Spiele. Ich hab keinen Fernseher, also was soll ich mit dem? Dann, ha. Rollschuhe. Was ist Kopf? Ja, mach einfach auf. Das ist nicht gut. Eislaufschuhe? Ja. Wie oft gehe ich Eislaufschuhe? Ist egal. Ich kann öfter dran gehen. War ja letztes Jahr lustig. Die Erklärung ist so, ich würde nämlich nächstes Jahr gern wieder gehen und die würde dann schauen, wenn sie Ellie mehr hat, sie mitnehmen. Die ja, Ellie auch mitnehmen. 38. Wer hat jetzt, welche habe ich angehabt? Ellie-Jährige. Das war auch 38, aber du bist ja 37. Ah ja, ja, ich muss sehen, die Socken anziehen. Und weil nächste würde ich halt wieder gern gehen, oder? Und Dings, warte, wo war ich jetzt dann genau? Ja, und die wird die Ellie halt auch gern mitnehmen, oder? Ja. Wenn sie halt will. Und dann kannst du sie nicht ausgleichen. Und die zum im Eistadion sind beschissen. Und das hast du die gleichen wie. Und vor allem denkt man auch so, wenn man mal eigene hat, vielleicht geht man ja noch öfter. Was hast du gesagt? Die muss sie nehmen oder was? Oder wie war das? Ein Geburtstagsgeschenk. Hä? Ja, so ähnlich hat das halt geklungen. Ob ich will oder nicht. Ja. Genau. Nein, aber vielleicht geht mir, ich werde mir ja mal jetzt noch in nächster Zeit einmal eigene kaufen. Also vielleicht vielleicht Danke. Danke. Und Michi muss auch Danke sagen. Danke. Ja, voll nett. Super. Danke.